Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in der Folge 184 hier auf unserem Chaos Friends Server. So, und wie ich sehe, ich bin gerade nicht alleine, Dave ist auch am Start. Begrüßen wir ihn gleich mal. Hi. Wer ist noch jemand drauf? Ne, nur der Dave ist drauf. Und Dave ist wieder schwarz geworden, ich weiß auch nicht, es muss irgendwie so ein Bug sein oder so, keine Ahnung, warum der da immer von seinem... Ja, Skin her dann irgendwie immer total so sich auflöst in tiefste Schwärze. Wow. Ja, Freunde, was ist denn los hier heute, ne? Wieso denn hier heute kein Unlimited World? Ja, weil ich gedacht habe, können wir auch hier mal ein bisschen gechillt, ein bisschen was machen. Auf Unlimited World bin ich jetzt erstmal so weit fertig mit meiner Zone. Hab ein schönes Let's Show gemacht. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ja, gute Stunde haben wir Let's Show gemacht, ne? Also den ganzen Plot 100x100 habe ich euch gezeigt. Funktionalität geprüft, ja, nochmal ein paar ästhetische Dinge, ein paar chirurgische Feinheiten nochmal begutachtet und uns ein bisschen dämlich angestellt beim Jump'n'Run, beim Parkourlauf, naja. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt können wir uns mal ein bisschen Ruhe gönnen, ein bisschen Erholung und aus diesem Grund, ja, können wir mal ein bisschen weitermachen hier auf Chaos Friends. So, und haben wir wieder ein bisschen Zeit zum Brabbeln, ne? Vielleicht mache ich sogar eine Aufnahme-Season zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute ist übrigens Sonntag. Grüße gehen raus an Pinecraft, der ist gerade auf UW noch aktiv. Und der streamt da gerade. So, jetzt gehe ich mal kurz hier unten gucken, ob ich da irgendwo noch durch Zufall eine Axt habe. Ansonsten müsste ich mir nämlich eine craften. Wo ist meine Kiste? Hier ist meine Kiste. Ne, da ist nur noch eine Schaufel drin. Och, Mensch, hier sind ja noch meine ganzen Dinger hier drin. Hier, diese, die muss ich auch mal mitnehmen, hier den ganzen Krimskrams. Ja, so nach und nach nehme ich jetzt hier immer alles mit hier, ne? Hier, Kaktus, ja, können wir auch noch mitnehmen, da, hier, Boot, ja, gut, auch noch mit hier, was ist das hier, Granit, können wir eigentlich auch alles bei uns unten in die Kiste, ach, weißt du was, komm, ich nehme jetzt den ganzen Kram hier mit, was wir haben, haben wir, ach, das ist ja die Axt, die ist ja schon gesucht, so, das Süße, klappt doch alles, so, das Helmchen nehmen wir jetzt auch mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, hier, ja, von mir aus, schwarzer Teppich, hier, die Fahne nehmen wir noch mit, das nehmen wir noch mit, was hat hier, eine Schippe, die können wir hier lassen, die können wir einschmelzen und... Die können wir auch alles einschmelzen. Ja, das brauche ich erstmal nicht. Oh Gott, so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nämlich erstmal in unsere Eisbutze tatsächlich rein. Du zeigst uns unseren schönen Winterwald, ne? Da sind wir ja zuletzt stehen geblieben. Nee, stimmt gar nicht. Zuletzt sind wir stehen geblieben bei unserer Geschichte Entsiedlungen etc. Hat sich ja gelohnt, ihr habt es gesehen. Erstmal krass, die Folge ging auch über eine Stunde, aber ich konnte einfach nicht abbrechen, Freunde, weil das war so gerade am Laufen, ja, das war, ich wollte es einfach nicht diesen Spielfluss unterbrechen, weil das einfach, ja, das war einfach Hammer, Freunde, das war einfach geil. Wo renne ich denn hier eigentlich hin, hier, ich muss ja hier hin. Also das war wirklich richtig toll gewesen und ihr habt ja gesehen, es ging ausnahmsweise bei uns mal nichts schief, gut, ja, zweimal gestorben, das schon, aber... Ja, ich denke mal, das ist verkraftbar. Das ist verkraftbar, oder? Dafür haben wir uns gut angestellt. Also ich bin begeistert, Leute. Ich bin wirklich begeistert und freue mich, wie gesagt, dass wir jetzt eine Elytra haben. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen hier dieses Endmaterial da haben, diese Steine. Ich freue mich natürlich auch über die Tränke noch und ja, alles, was wir da gefunden haben. Enderperlen, den Drachenkopf, den wir irgendwo als Deko hundertprozentig sinnvoll anbringen können. Also wahrscheinlich auch in unserer Dschungelbutze, muss ich mal gucken. Und ja, im Groben und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Das hat wirklich gut geklappt im End. Viel, viel besser als im Nether, muss ich ganz wirklich sagen. Das Ende ist jetzt tatsächlich irgendwie vom Schwierigkeitsgrad her, finde ich persönlich, wesentlich einfacher als, ja, der Nether. Ja, da muss man halt noch ein bisschen aufpassen, wenn ich da noch an den Wither denke. Oh Gott, da ist, das steckt mir noch in den Knochen drin, ne? Naja, so ist es halt. Was habe ich denn heute vor, Freunde? Wir werden jetzt erstmal den ganzen Kram hier in so eine Krabbelkiste reinpacken. Und ja, dann werden wir ein bisschen schnacken. Ist nämlich ein bisschen was passiert, ne? Könnt ihr euch ausdenken. Heute ist Sonntag. Na, wann hat er denn wohl aufgenommen? Ja, macht er meistens immer im Voraus produzieren. Naja, und siehe da, da gab es ja einen Stream, ne? Naja, nicht von uns. Minecraft hat gestreamt, ne? Mojang, naja, was war da los gewesen, Leute? Ja, ich sag nur ein neues Update. 1.17. Minecraft 1.17.0. Da wurde ja mal richtig angeteased. Da wurde mal richtig angeteased. Und ich habe mit sehr, sehr großem Interesse
diesen Stream, wie gesagt, verfolgt. Ich habe ihn übrigens beim Spark auf Twitch verfolgt. Das kann ich ja vielleicht schon mal sagen. Und zwar, ja, eigentlich von Anfang an. Also ich habe Glück gehabt, dass ich doch recht pünktlich, sage ich mal, zu Hause war. Und ja, somit hat es geklappt, sage ich mal, dass ich den wirklich von Anfang bis Ende tatsächlich mal gucken konnte. Und es war auch praktisch, weil der gute Spark hat dann auch gleich ins Deutsche übersetzt. Ne? Das ist ja dann doch, da konnte ich ein bisschen aufmerksamer zuschauen, weil mein Englisch ist jetzt auch nicht das Beste. Und da muss man sich halt immer so konzentrieren und ja, dann entgeht einem vielleicht was. Deswegen war ich da schon ganz zufrieden, dass er das auch immer so ein bisschen übersetzt hat, sodass man sich dann halt so auf das Gezeigte tatsächlich auch konzentrieren konnte, die ersten Einblicke. So, und wie sehen die aus, Leute? Also grundsätzlich ist ja immer die Frage, wenn eine neue Minecraft-Version rauskommt, zumindest bei mir ist es so, ich frage mich immer, war das jetzt so wirklich notwendig? Weil ihr wisst ja selber, es gab ja so eine Sachen, ich sag nur Fluch der Bindung oder Fluch des Verschwindens, das ist in meinen Augen so unnötig gewesen, dass ich sage, was soll der Blödsinn? Ja, also das gibt halt so Sachen, da kann man drüber streiten, ob die wirklich jetzt sinnvoll ist oder nicht. Deswegen mit jeder neuen Minecraft-Version kommt das immer wieder auf. Ne? Und grundsätzlich dachte ich eigentlich, naja gut, es wird jetzt hier bei der 1.17, vielleicht wird dann so ein bisschen bekannt gegeben, welches neue Biom kommt. Ne? Es wurde ja, wie gesagt, bis zuletzt ja immer noch mit diesem Minecraft Island tatsächlich gemunkelt, dass das kommen soll. Sprich also eine schöne Insel mit Palmen, mit Nebel, mit Vulkanen. Ne, das konnte man ja auf Facebook schon so ein bisschen so in den ganzen Gruppen und auf den ganzen Pages und so, konnte man das ja schon so ein bisschen ablesen, dass ich sogar gesagt hätte, okay, das wäre ja durchaus möglich, dass die da vielleicht jetzt so ein bisschen was machen. Und natürlich die Abstimmung über das neue Mob. Ne? Gab's ja auch. Also es war ja diese Geschichte, wie gesagt, gewesen, hier mit diesen Phantomen zum Beispiel, ne? Da durfte man ja wohl auch abstimmen, da war ich leider nicht da, ansonsten hätte ich da gerne auch noch meinen Senf zu abgegeben. Ihr wisst ja, ich nehme ja immer sehr, sehr gerne bei so einer Umfrage teil. Ja, und deswegen dachte ich eigentlich, ja, das wird ja so ganz gechillt. Gucken wir uns das mal an. Und dann, Leute, dann kam's. Und dann auf einmal, bam, was wird's für ein Update werden? Ja, das Cave and Cliffs Update. Also sozusagen, ja, Höhlen und Berge, Klippen halt, ne? Und ich so, what the fuck, Alter, was ist da denn los? Naja, dann haben sie den ersten Bild, ja, wie gesagt, für die, die es nicht gesehen haben, kann ich das ja nochmal kurz so ein bisschen wiederholen. Dann haben die dann, wie gesagt, so den ersten Screenshot, beziehungsweise so das erste Bild veröffentlicht, das erste Video in-game, wie dann so diese Berge aussehen. Ja, Freunde, die Berge sind jetzt ein bisschen spitzer. Obendrauf, ganz klar Schnee. Gut, damit hätte man rechnen können. Das Ganze wirkt jetzt mehr so wirklich wie so ein Gletscher. Und ich muss sagen, ich hätte ein bisschen mir was anderes vorgestellt. Also die sind jetzt halt ein bisschen runder, ein bisschen spitzer, nicht mehr ganz so zerklüftet, will ich mal sagen, wie jetzt hier in der Version noch. Und ja, das war ja erstmal so, wo ich überrascht war. Also da hätte ich jetzt, bin ich ehrlich, ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Also ein bisschen mehr, hätte ich mir gedacht. Deswegen, also wenn die da jetzt so neue Berge gemacht hätten, weiß ich nicht, vielleicht einen neuen Stein oder so. Und ja, ich weiß, es ist schwierig, aber ja, da hätte ich mir, wie gesagt, ein bisschen mehr erhofft. Aber ich will auch noch nichts sagen, weil es kann ja sein, wie gesagt, dass auch noch viel, viel mehr geplant ist. Ja, man weiß es ja nicht, mit diesen ganzen Snapshot-Versionen, die garantiert rauskommen werden, wird bestimmt das ein oder andere Feature noch dazukommen und irgendwie vielleicht ein interessanter Block, der noch kommt. Das wird ja immer so sein, wie gesagt, die haben ja noch über ein halbes Jahr Zeit, wie gesagt, an der Version da rumzudoktern. Ich glaube, Dave will nicht pennen. Okay. Und wenn wir hier draußen im Dunkeln weitermachen, wir haben Rüstung um, ja, können wir doch eigentlich machen, oder? Guck mal, wenn ich mir jetzt noch einen Helm umsetze, setze ich mir meinen Helm um. Und ja, das sollten wir doch hinkriegen hier. Machen wir ein bisschen Nachtschicht. Bisschen Action hier heute. Ich will noch ein bisschen Fichte. Wie gesagt, da hinten möchte ich ein bisschen Platz machen, weil wir ja da noch mehr bauen wollen. Deswegen mache ich einfach mal ein bisschen Holz. Kann nicht schaden. Können wir sie auch mitnehmen hier. Deswegen, für die, die sich jetzt fragen, was macht der da eigentlich? Ja, ich mache jetzt hier so ein bisschen Ebenen. Da kommt auch schon der erste. Und tschüss. Ja, und dann, wie gesagt, ging's los, Freunde. Und dann ging's los mit der ersten Höhle. Leute, was soll ich euch sagen? Es gibt dann so eine Höhle, die bepflanzt ist, Leute, mit leuchtenden Bären da drin. Ja, also so eine Sachen, die kann man bestimmt dann auch essen oder so.
Also das sah mal richtig cool aus, auch von der Farbe her. Das war so wirklich so richtig so eine Water Cave, ja, eine richtig geile Water Cave. So. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. Da dachte ich auch so, ja doch, da genau das, so habe ich es mir vorgestellt. Das ist völlig okay. Das muss ja nicht so eskalieren, ja. Das ist so völlig okay, wo ich sage, ja, das macht auf jeden Fall Spaß, dann auch das Ganze zu erforschen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dadurch die Höhlen jetzt, dadurch, dass die jetzt auch bepflanzt sind oder so, wesentlich besser, wie gesagt, genutzt werden als jetzt schon. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch die Spieler, gerade die Neueren oder auch die Älteren natürlich, sich dann auch eine Behausung in den Höhlen aufbauen. Also genauso wie wir, ne, hier früher angefangen haben. Da hatten wir ja auch so diese Höhlenbehausungen gemacht. Ja, also da können wir auf jeden Fall schon mal richtig zufrieden sein. Ich glaube, das hat Mojang richtig geil hinbekommen. Pflanzen in der Höhle, Leuchtbären, Lianen, an denen man nach oben klettern kann, Seen in drin, Wasser in drin, richtig cool. So, dann werden die Höhlen auf jeden Fall zu Höhlensystemen umgearbeitet. Das heißt also, die werden viel geräumiger. Da sind dann auch Säulen drin, die dann die Decke tragen. Das gibt auf jeden Fall Sinn. Finde ich auch gut. Und es wird dann auch Unterwasser-Seas geben, also Unterwasserseen, durch die man tauchen kann. Und da haben sie auch in der Animation gezeigt, wie gesagt, also in-game halt, ne, also per Video, dass man dort auch mit einem Boot zum Beispiel langfahren kann. Es gibt dann auch Wasserfälle. Die gibt es dann auch noch. Also richtig cool. Also Höhle, richtig geil. Da ist auf jeden Fall richtig Action dann, weil da kann man ganz viel entdecken. Und natürlich wird dann auch das Farmen mehr Spaß machen. Apropos Farmen. Genau, Strip Mining könnte in Zukunft auch interessanter werden. Warum? Es gibt ein neues Mob und zwar in the Deep Cave, also ganz, ganz weit unten. Und dann hat man dann auf einmal so ein, ja, was ist denn das? Also die haben sich wohl so ausgedrückt, das soll so sein von der Atmosphäre, vom Spirit, wie wenn man das allererste Mal Minecraft spielt und durch die Nacht wandert und das erste Monster irgendwie so, ja, begegnet. So ein Spirit soll das wohl sein, ne? Das haben sie auch wirklich richtig geil rübergebracht und ja, ich weiß jetzt leider den Namen nicht. Ich glaube, irgendwas mit W war das gewesen. Wie gesagt, da bin ich immer, ja, das müsste ich mir erst nochmal in Ruhe angucken und mir einprägen, wie die ganzen dann heißen und wie man es dann auch ins Deutsche übersetzt. Auf jeden Fall so ein, also für mich sah das so ein bisschen aus wie so ein Minotaurus, so ein bisschen, ne? Das hatte da so Hörner gehabt. Und so wie das hatte so ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem Minotaurus. So ein bisschen kompakter, ein bisschen dicker. Ne, als ich den das erste Mal gesehen habe, weil die haben das wirklich so richtig geil dramatisch auch rübergebracht. Und da dachte ich auch so, oh, was ist das denn jetzt? Ist so eine Art Wizard oder was? Aber nee, das ist dann wirklich so ein Gehörnter gewesen. Und auch so ziemlich düster, ja. So richtig so ein Herz hat er in der Mitte, was da so pulsiert. Also so ziemlich interessante Geschichte. Also von der Kreativität her auf jeden Fall gut umgesetzt, muss ich sagen. Die haben ja auch gezeigt, wie dieses dann entstanden ist am Rechner, ne? Also wie sie dann so dieses Design entworfen haben. So erst auf dem Papier, ne? Und dann hat man dann über 3D-Animation das Ganze dann bewegt. Also das ist schon spannend, ja. Also muss ich auch sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem neuen Mob. Finde ich gut. Kann gerne so, ja. Wow. Und auch übelst stark, ne? Also da hatten sie wohl gesagt, hätte wohl so eine richtig krasse Netherite-Rüstung umgehabt wohl. Und trotzdem zweimal getroffen und mal richtig böse Damage gemacht. Also das kann auch interessant werden. Gerade für uns, sag ich mal, die sich ja jetzt nun nicht so, ne? Also, naja, warten wir mal ab. Wird auf jeden Fall interessant werden. Finde ich auf jeden Fall gut. Design finde ich gut. Neues Mob finde ich gut. Höhlen finde ich gut. Berge, ja, okay. Also da hoffe ich, dass da ein bisschen designtechnisch noch was passiert. Nur die Berge ein bisschen spitzer zu machen. Und achso, Pulverschnee. Pulverschnee gibt es noch. Das heißt, dass man dann auch so runtersacken kann. Das könnte auch noch interessant sein. Hatten wir im Bivus Tech Pack auch gehabt. Da gab es sowas aber als Treibsand. Ne? So eine Art Sand. Und so, ich schätze mal, so ähnlich wird das auch sein. Ja, dann nochmal zu den Bergen. Was war noch neu? Bergziegen gibt es da noch, die recht hoch springen. Die haben ordentlichen Jump-Boost drauf. Und ja, die schubsen wohl Kühe runter, aber auch Spieler. Also so eine richtig so eine Ziegen. Goats haben sie die genannt. Ne? Ist klar, Goats ist ja das englische Bezeichnung für Ziege. Und ja, das waren so eine Bergziegen. So, ja, auch interessant. Weiß ich jetzt nicht, hätte es die wirklich gebraucht. Da hätte ich mich doch über einen Yeti tatsächlich lieber gefreut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man schon ein Berg-Update macht, ne? Schöner Yeti da oben rein. Oder irgendwie vielleicht so ein Bär, ja?
Weil guck mal, es gibt ja schon den Eisbären. Wieso gibt es da nicht den Grizzlybären? Also den Panda-Bären gibt es. Also der fehlt mir noch so ein bisschen, der Grizzlybär. Das würde noch irgendwie passen, weil wenn man Panda-Bären hat und Eisbären hat, und Panda-Bären gibt es ja nun wirklich in zig Varianten, da hätte er nun eine Variante, da hätte man ja nur die Textur ändern müssen, hätte mir das persönlich dann in den Bergen gefallen. Ne? Bei den Bergen gibt es ja, wie gesagt, Grizzlybären, ja? Braunbären, Schwarzbären. Also das hätten sie eigentlich meines Erachtens noch umsetzen können. Wer weiß, vielleicht kommt es ja dann auch noch. Warten wir einfach mal ab, wie gesagt, das war jetzt erstmal nur das erste Anteasen. Ja, okay, zurück zu den Höhlen. Was haben wir noch? Stalagniten, Leute. Stalagniten gibt es dann noch. Das heißt also, es gibt ein extra Biom mit Stalagniten. Und wer sind die anderen Dinger? Angeliten, keine Ahnung. Das sind die, die nach von oben runter gucken und die von nach unten runter gucken, ne? Diese Geschichte da. Und das wird auch nochmal richtig interessant. Also so eine Spitze, ne? Wie in so einer Tropfsteinhöhle. Und wenn da Zombies rauffallen, wie gesagt, gehen die kaputt. Und ja, da hat auch Sparky gleich gesagt, oh, neue Mob-Farmen. Ja, das könnte natürlich durchaus möglich sein, ja. What? One Hit, echt? Ja, one shoot, cool. Und genau, also ja, das sind so noch so ein paar paar Kleinigkeiten, wie gesagt, die aber trotzdem ganz cool sind. Ja, warum nicht? Tropfsteinhöhle kann man machen. Sah auf jeden Fall cool aus, auch vom Material her. Und was ich auch geil finde, ist, dass die Dinger runterfallen. Bin mal gespannt, wie sie das lösen wollen, aber sieht auf jeden Fall cool aus. So, was hatten wir noch gehabt? Ja, dann hatten wir so eine Art Kristalle gehabt. Ja, so eine Kristallhöhle. Mit, warte mal, wie hieß denn das? Oh, ich glaube, ich habe vergessen, wie das heißt. Amethyst, glaube ich, kann das sein? Amethyst? Sowas in dieser Richtung, keine Ahnung. Das war so ein bisschen so purpurfarben. So lila halt, das ist was rosa, so in dieser Richtung. Und ja, das war dann halt so diese Thematik, das kannst du dann wohl irgendwie nicht abbauen oder so. Du kannst es wohl benutzen und da kriegst du wohl so ein Teleskop, also ein Fernrohr. Und das kannst du dann halt so ranzoomen. Also das ist auch ganz interessant, so zum Zoomen. Das heißt also, das, was man von Optifine her kannte, das ist dann mit bei. Ja, was hat man da noch gehabt? Mal kurz überlegen. Genau, neues Erz gibt es auch noch. Copper, auf Deutsch Kupfer. Das heißt also Kupfer, kennen wir auch schon aus den ganzen Modpacks. Ja, und Kupfer hat hier die Eigenschaft, dass es dann sogar noch oxidiert. Je länger man, wie gesagt, Kupfer an der natürlichen Oberfläche, also wir haben es am Beispiel eines Daches, wie gesagt, gezeigt, dann wird das dann so grünlich. Ja, ist ein nettes Gimmick, sage ich mal. Hat es jetzt wirklich Kupfer gebraucht? Weiß ich nicht. Also, ja, lässt sich drüber streiten. Einige würden es richtig freuen, dass Kupfer jetzt mit dabei ist. Andere würden sagen, naja, war jetzt nicht wirklich so sinnvoll. Da hätte es vielleicht noch einen Rubin geben können. Ja, für manche wollten ja den Rubin haben. Habe ich auch im Facebook gelesen halt, ne? Und auch in den Blogs haben einige geschrieben, ja, was ist denn jetzt mit dem Rubin? Die wollten doch mal einen Rubin damit reinbringen. Und ja. Wie gesagt, das haben sie dann aber auch noch nicht gemacht irgendwie. Ja, also ist dabei geblieben. Ja, was ist noch? Höhlen, genau. Höhlen gibt es dann noch mehr. Auch da ist ein neues Mob dazugekommen. Und zwar ein Axolotl. Also ein Axolot. Da diese lustigen kleinen Viecher. Die sollen so richtig cute sein, wie sie gesagt haben. Cute. Ja, und unten da dieser böse Minotauros-Dämon, der da in The Deep Cave da rumlauert. Ja, das war nicht cute, aber die Axolotls, die sind cute. Und die haben auch diese, ja, coolen Eigenschaften, dass man die wohl einfangen kann mit einem Eimer und dann kann man die mit zu so einem Ocean Monument nehmen und die helfen einem da, ja, gegen die Guardians, was ja auch ganz interessant ist. Also auch da stelle ich mir vor, dass man da demnächst das Ganze ein bisschen einfacher bewerkstelligen könnte durch Hilfe dieser, ja, Axolotls, ja, wenn man die dann da einfängt. Also die kann man auch ins Meer aussetzen und so. Also das finde ich schon ganz cool. Genau, also auch das ist wie gesagt neu. Also ihr seht schon, da ist eine ganze Menge, wie gesagt, dazugekommen. Da ist bestimmt noch viel, viel mehr, was ich jetzt vergessen habe zu sagen. Ach ja, genau, Wireless Redstone ist auch noch neu dazugekommen. Ja, das wird natürlich die ganze Redstone-Fraktion auf jeden Fall zur Begeisterungs, ja, schreien, sage ich mal, führen. Ja, die werden Luftrollen machen und Kapriolen, weil ist klar, Wireless Redstone, das finden natürlich richtig viele richtig cool. Und gut, wir selber bauen ja nicht so viel mit Redstone, deswegen weiß ich nicht, ob wir damit irgendwann mal in Berührung kommen. Sicherlich, aber ja, da warten wir mal ab, wie die Schaltungen dann zu jetzt demnächst aussehen.
kann mir vorstellen, dass dann auf YouTube wieder eine Tutorial-Flut die nächste jagt, wo jeder natürlich dann möglichst schnell ein Tutorial macht über Wireless Redstone. Ja, interessant. Gut, was gibt's noch? Noch neue Blöcke dazugekommen? Ja, Schürfen ist noch neu dazugekommen. Das heißt, man kann jetzt auch das Thema Archäologie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll jetzt zukünftig in Minecraft noch mehr integriert werden, noch mehr Beachtung finden. Archäologie mit einem Pinsel und somit kann man dann so ein bisschen, ja, sage ich mal, da Schätze rausholen. Also die haben Emerald-Block, wie gesagt, gezeigt. Die haben aber auch einen Dia-Block gezeigt. Ja, und auch so ein paar Nuggets halt, ne? Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses, wie hieß denn das, was wir mal als Modpack hatten im Sommer. Ich vergesse den Namen immer. Beachcraft oder was? Keine Ahnung. Da ging es doch da mit diesem Shifter, da wo man da so shiften musste. So ähnlich kam mir das da auch vor, so mit diesen Muscheln da. Nur, dass da halt ein Pinsel ist und dann hat sich halt der Block so weggepinselt. Was übrigens auch cool war, weil das ging bei Kies, bei Erde. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch bei Stein schätze ich ja dann mal nicht, ne? Ja, und dann gibt's dann auch noch Scherben und aus denen kriegst du dann, wie gesagt, Ton raus und Lehm. Also es ist wirklich unglaublich viel, wie gesagt, was die dort vorgestellt haben. Richtig cool. Ja, und was wir noch erwähnen sollten, ist natürlich jetzt das Wichtige, also es wird bestimmt noch mehr sein, Leute. Das wird noch mehr sein, das könnt ihr euch richtig drauf freuen. Also das wird ein mega, mega Update. Und ja, natürlich haben sie auch zugegeben, die haben da halt ein bisschen länger gebraucht, weil da kam auch eine eine Zuschauerfrage über Twitter rein oder wie das da war. Und die, da wurde gefragt, warum das da so lange gedauert hat, bis dieses Cave-Update letztendlich ja mal thematisch mal behandelt worden ist. Weil das wurde sich ja wohl gewünscht. Und da haben die halt gesagt, naja, also da muss man wohl richtig da rein in die Spielmechanik und in die Designs. Und das soll ja auch alles funktionieren, das soll auch alles passen und so. Und deswegen hat das halt so lange gedauert. Und da kann man sich halt jetzt richtig freuen, weil das wird natürlich jetzt wirklich Minecraft nochmal wirklich revolutionär verändern. Weil einfach der Look hier an der Oberwelt, also hier, wo wir jetzt bauen, einfach nochmal völlig anders aussieht. Ja, gerade durch die Berge, durch den Schnee. Das hat einfach einen komplett neuen Look, wo Minecraft dann im Prinzip bekommt. Und deswegen kann man tatsächlich sagen, das 1.17er Update wird revolutionär werden. Also so richtig so, wo man sagt, okay, das ist nochmal was völlig Neues. Das ist genauso wie die 1.13, die, wie gesagt, eine komplett neue Unterwasserwelt aufgebaut hat. Ne? Und das ist halt so Oberwelt. Das ist jetzt nicht so Nether oder so, ne? Weil es gibt ja Leute, die sagen, ich brauche den Nether eigentlich gar nicht. Die gehen da einmal rein und dann war's das. Klar, Nether hat auch seine Fans, aber das ist halt nicht so revolutionär. Ne? Und so alles, was Oberwelt ist, so, ne? Das ist immer revolutionär. Und da bin ich der Meinung, wird die 1.17 richtig reinkloppen. Ja, das wird richtig reinkloppen. Ja, dann kommen wir nochmal zu den interessanten Fakten. Man durfte ja auch auf Twitter abstimmen, und zwar in einer Zweier-Abstimmungsrunde. Ich habe ja meinen Twitter-Account und da habe ich natürlich sofort mit dran teilgenommen. War ein bisschen überlastet, aber hat auf jeden Fall geklappt, sodass man dann auch abstimmen konnte. Fand ich übrigens richtig gut übrigens. Fette Props gehen raus an, wie gesagt, Mojang, die das ermöglicht haben über Twitter. Finde ich richtig gut, dass man sich da nicht jetzt irgendwo registrieren musste oder so, sondern es reicht einfach ein Zugang über Social Media und bums, konntest du daran teilnehmen. Und das haben auch wirklich viele genutzt. Es waren, wie gesagt, ich glaube, über 500.000 waren das, glaube ich, jetzt gewesen. Ich würde nicht wundern, wenn zuletzt, wie gesagt, da eine ganze Million dran beteiligt gewesen wären, die da wirklich an der Abstimmung haben dran teilgenommen. War aber auch eine ideale Zeit gewesen, ne? Also Samstagabend sind die meisten da, alle haben freies Wochenende, also ja, super, sag ich mal, super, ideale Zeit. Ja, und da gab es ja die Wahl, einmal zwischen diesem komischen Eis-Illager oder wie der Ding da hieß, keine Ahnung, steht oben auf dem Berg, schleudert ein paar Eiswürfel durch die Gegend, fand ich jetzt persönlich nicht so dolle, gerade mit der Begründung, weil ich der Meinung bin, die sollten jetzt erstmal den Illager tatsächlich, diesen Typen, der da wirklich so diese Leute da so blind macht, ne? Der da dieses Feature hat, sich so, Illusioner hieß der, genau. Dass ich der Meinung bin, die hätten mal lieber den Illusioner erstmal mit reinnehmen sollen ins Spiel, bevor man dann so eine neue Figur, die völlig neu ist und völlig neue Attribute besitzt, ins Spiel zu integrieren. Deswegen war für mich klar, okay, also der interessiert mich jetzt erstmal überhaupt nicht. Viele haben auch bei Spark im Chat reingeschrieben, dass die das richtig interessant finden irgendwie und den hätten sie gerne gehabt. Ich muss sagen, ich fand den absolut dämlich.
Weil da hätte ich mir wirklich den Illusioner viel, viel lieber in-game gewünscht, als dass das Kapitel abgeschlossen ist, als jetzt irgendwie da eine neue Figur dazu installieren, die völlig unnötig ist, meines Erachtens. Aber das ist wie auch nur meine persönliche Meinung. Als zweites gab es irgendwie, wie hieß das Ding? Moonbloom oder was, keine Ahnung. Also irgendwie so eine komische Kuh, die war gelb und hatte irgendwie so Sunflowers oben auf dem Rücken drauf. Also auch witzig, witzig. Die fand ich übrigens gut. Die soll es in irgendeiner Version schon geben. Kriege ich natürlich mal wieder nicht mit, weil weder Bedrock Edition noch irgendwie, weiß ich nicht, was da noch alles gibt hier. Keine Ahnung. Da habe ich ja wenig mit zu tun. Und Pocket Edition gibt es ja dann auch noch, glaube ich. Und keine Ahnung. Und da irgendwo ist das auf jeden Fall schon mit drin. Und ich fand das irgendwie witzig. Also ich fand so, ja, eine gelbe Kuh. Und somit sind diese Blumen, diese Flower Plains, die sind dann so ein bisschen mehr belebter. Und da dachte ich auch so, vielleicht kann man ja mit der irgendwas machen, ne? Und jetzt gibt es ja schon so diese braune Pilzkuh. Es gibt diese, ja, Mushroom, diese, wie heißen die? Diese Mensch hier, diese roten hier, Fliegenpilzkühe, gibt es ja auch. Und da habe ich gesagt, ja komm, das passt eigentlich auch. Also irgendwie sieht die putzig aus und irgendwie, ja, das ist so ein bisschen friendly so. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen so. Also deswegen habe ich dann auch abgestimmt tatsächlich im ersten Durchgang für die Kuh. So, und als drittes gab es dann noch so Glow Squirrels. Also dieses komische Teil da, wie heißt das Ding da? Hier, Tintenfisch, der leuchtet. Also so ein leuchtender Tintenfisch. Und, ja, Glow in the Dark and Underwater. Und da dachte ich auch so, wow, das ist ja auch nicht schlecht. Das wäre dann so mein zweiter Favorit gewesen. Und bei der ersten Abstimmungsrunde, wo ich, wie gesagt, für diese Kuh abgestimmt habe, für diese gelbe mit diesen Sonnenblumen, da habe ich dann sozusagen gesehen, okay, die hat nur 37% gehabt im ersten Durchgang. Ich weiß gar nicht, bei der letzten Runde, bei den letzten 5 Minuten, wie viel, aber das war auf gar keinen Fall über 50%. Also man hat schon gemerkt, so die Tendenz war ganz klar, dieser komische Eistyp da auf dem Berg, der Eiswürfel fabriziert und natürlich dann auch so mit doch schon deutlicher Mehrheit, über 2% mehr, wie gesagt, der leuchtende Tintenfisch. Und da habe ich natürlich gesagt, so gut, als sie dann gesagt haben, Spark hat es ja dann auch nochmal erwähnt, es gibt jetzt gleich noch einen zweiten Durchgang. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, na komm, also dann ist klar, da nimmst du jetzt C, also den dritten Typen da, also hier diesen leuchtenden Tintenfisch und dann stimmst du für den ab. Und dann hat man auch gesehen, also das hat, also im Laufe der Minuten, also es war ja mindestens 10 Minuten hat es gedauert, da waren ja auch schon wieder 500.000, wie gesagt, in der Abstimmung drin, weil ist klar, die 37%, die dann, glaube ich, da waren, ich kann auch 27% sein, ich weiß es jetzt nicht genau, die da waren für die Kuh, die haben natürlich sich jetzt nochmal aufgeteilt und haben sich nochmal umentschieden. Und da hat man natürlich deutlich gesehen, dass auch die halt, das ist das Interessante, also die Kuh sozusagen abgestimmt haben, dass die sich dann auch als zweites genauso wie ich dann auch für den Tintenfisch entschieden haben. Und das fand ich dann irgendwie auch schon interessant, weil somit hat man wirklich eine sehr, sehr, sehr aussagekräftige Abstimmung gehabt. Also auch das haben sie, wie gesagt, von der Umsetzung her sehr, sehr gut gemacht, ja. Also muss ich ganz klar sagen, und ich bin froh, dass dann halt auch dieser Tintenfisch genommen worden ist, weil das könnte doch interessant werden, weil der hat wohl hypnotische Eigenschaften unter Wasser. Also auch das wird interessant, weil der soll wohl in der Tiefsee vorkommen und dann leuchtet der und dann hat der wohl so eine hypnotischen Eigenschaften. Und da können wir dann auch nochmal so ein bisschen interessant sein. Die haben es nur erwähnt mit Hypnotik und das heißt ja Hypnose und dann wird das ja mal richtig interessant. Ja, Freunde, so viel erstmal dazu. Mein Fazit zu diesem, ja, Minecraft-Stream, der da stattgefunden hat, mit den Anteasern der 1.17-Version, muss ich sagen, ich bin überprozentual absolut begeistert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich viel, viel mehr noch als jetzt durch das Nether-Update, wo ich sage mit der 1.16. Ich finde so, da sind so viele geile neue Sachen dabei, die man dann entdecken kann. Ja, gut, ich weiß, man kann sich jetzt so drüber streiten, ob die Berge jetzt wirklich hübsch sind und ob es wirklich jetzt so Kupfer gebraucht hätte. Das ist dann immer so eine Frage, ne? Das ist klar, das geht dann jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich jetzt ins Detail noch rein. Ich weiß ja, wie das immer ist, wenn dann halt irgendwelche, wenn Mojang dann immer irgendwas dann halt ankündigt oder so, ne? Dann weiß ich ja schon so ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht, ne? So, das ist dann halt, ja, da wird dann immer diskutiert, das war unnötig oder wie auch immer. Ja, also ich werde mich da so ein bisschen dran beteiligen, denke ich. Also ich werde da auch ein bisschen mal schauen, inwieweit ich mich da jetzt mal beteilige mit meiner Einstellung und mit meiner Meinung diesbezüglich. Aber wie gesagt, ich habe euch ja jetzt schon in diesem Video hier verraten, dass ich eigentlich mit dem Großteil der Erneuerungen für die 1.17 dann definitiv einverstanden bin.
Große Frage noch, wann kommt das große Update? Naja, wenn man jetzt gestern den Stream vertrauen kann, dann wird das wohl wahrscheinlich im Sommer 2021 sein. Vorher wird es natürlich die ganzen Snapshots-Versionen geben. Also ich denke mal, die werden jetzt für die 1.16 jetzt hier auch noch so ein paar Snapshots, wie gesagt, rauskloppen. Gehe ich mal stark davon aus. Vielleicht kommt sogar noch das ein oder andere, was uns überrascht für die 1.16 jetzt hier. Vielleicht ein bisschen an der Performance-Schraube, wo noch dran rumgedoktert wird. Das ist vielleicht durchaus möglich. Also ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was passiert. Hat der mir da echt ein Holzstück geklaut? Der hat mir sogar zwei Holzstücke geklaut. Also Schlittschuh fahren wollte ich nicht mit dir, Kollege. Na, sag mal. Das ist aber mal gut hier. Was brennt denn das hier überall? Sag mal, wo hat der denn das Holz her gehabt? Das waren zwei. Ist ja auch gerade einer gestorben hier, ne? Ja. So, jetzt gucke ich mir ganz kurz hier mal unsere Fläche an. Ich habe hier so viel gequatscht und gelabert. War ja auch interessant, war ja wichtig. So, dass ich jetzt hier erstmal frei mache. Was will ich denn hier hinbauen, Leute? Naja, ich habe mir überlegt, zu diesem einen Häuschen, wir können hier noch ein Häuschen bauen. Wir können hier so eine ganze Siedlung machen. Und dann müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen Terraforming betreiben. Deswegen nehme ich hier mal die ganzen Sachen erstmal weg. Wie gesagt, dass wir hier so ein bisschen, ja, Freiraum haben. Finde ich eigentlich so ganz sinnvoll. Um dann mal zu gucken, wie wir dann weiterarbeiten. Natürlich müssen wir ein bisschen wahrscheinlich auch mit der Schippe noch Hand anlegen. Denke ich mal. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Bleiben wir beim Thema Stream Minecraft, Mojang und so. Jetzt ist natürlich, können wir gespannt sein, was unsere Kollegen hier machen. Also ich glaube, Dave hat es mal wieder verpennt. Ich glaube, der hat das gar nicht mitgekriegt, dass sie da gestern Abstimmung gemacht haben. Ja, ist ja da wirklich richtig eskaliert bei sich auf der Zone da. Da hat er da richtig Metropole. Da wird es vielleicht demnächst mal eine Let's Show geben. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt, weil ich XXIdis gesucht habe. XXIdis, wenn du zuschaust, du musst mir noch deine Koordinaten sagen, dass ich dich dann anschließen kann an die Teleporterstation. Ja, Drachen und Pinecraft haben, glaube ich, den Stream gesehen. Oder Pinecraft hat ihn, glaube ich, nachgeholt, weil der war da wohl noch unterwegs, weil ich sollte ihm dann den Link schicken zu der Twitter-Umfrage. Und Drachen hat ihn, glaube ich, gesehen, aber er hatte sich dann auch nicht mehr groß gemeldet. Kann sein, dass Drachen auch nochmal hier von Chaos Friends dann auch nochmal ein bisschen was erzählen wird über den, ja, über die neuen Features von der 1.17, wie er das vielleicht findet, wie er die ganzen, ja, neuen Sachen vielleicht auch bewertet. Das könnte Drachen vielleicht auch machen, eine kleine Bewertung. Ja, mal schauen, wie gesagt, können wir gespannt sein. Könnt ihr also auch auf seinen Kanal mal vorbeischauen und dann wird er vielleicht auch nochmal den Stream nochmal vielleicht für euch mit seiner Ansicht mal Revue passieren lassen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da auch ein Video macht. Ja, so viel dazu. Also, gelungener Samstag, können wir tatsächlich so sagen. Und hat, würde ich sagen, doch für Überraschungen gesorgt, oder, Freunde? Wenn wir uns jetzt mal darüber unterhalten, so ganz so salopp gesagt, würde ich doch schon sagen, das hat für Überraschungen gesorgt. Also ich glaube, damit hat jetzt keiner gerechnet, dass wirklich so viel Neues kommt und wirklich so viel Geiles Neues kommt. Ja. Sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Wir werden das Ganze hier kontrollieren und ja, werde ich euch immer auf dem Laufenden halten, sobald ich was Neues weiß. Gut, Freunde, was machen wir als Nächstes? Ja, jetzt machen wir erstmal Feierabend, weil jetzt schon wieder 33 Minuten. Unglaublich, Leute. Die letzten Folgen, wir überziehen und überziehen und überziehen. Andere Leute machen da 4 Folgen draus, ich mache eine draus. Aber so ist der alte Watercave Crafter. Der geht jetzt erstmal in eine Badewanne. Und ich sage euch wie immer erstmal schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis morgen, meine Lieben. Tschüss.